Nein, Felix, 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 nein, nein, Felix. Felix, nein, 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 nein. Nein, es ist, was ist Felix? Einsteigen, Junge, rein. Los, rein in den Kofferraum mit dir. Na los, mach schon. Ja, so ist richtig. So, rein da. Schnell jetzt. Bleib's bald, Junge. Felix, Felix, nein, Felix. Felix, Felix. Nicht, nein. Oh, oh mein. Oh, du bist es, Mancy. Oh je. Was war das bloß für ein Traum? Thomas, 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 bitte wach auf. Thomas! Marlene. Was ist denn los? Thomas, wir müssen unbedingt Felix finden. Ich hatte gerade so einen schlimmen Traum. Felix wurde in einem Auto entführt. Wir müssen wissen, wo er ist. Thomas, ruf bitte jetzt sofort die Polizei an. Ich werde Lisa wecken und dann suchen wir Felix. Alles klar, Marlene. Mach ich. Oh nein, nicht schon wieder. Ich gehe dann mal Lisa wecken. Hey Lisa, aufstehen. Lisa, komm, aufstehen. Wir müssen deinen Bruder suchen. Ist Felix noch nicht wieder zurück? Nein, Lisa. Felix ist immer noch verschwunden. Deiner Mama geht's nicht gut. Wir müssen jetzt kurz frühstücken und dann suchen wir Felix. Okay, Papa, ich komme schon. Oh Mann, dieses Baby macht mich echt verrückt. Ich weiß echt nicht, wie ich das durchhalten soll. Vor allem weiß ich noch nicht mal, was es wird. Wenn ich bloß wüsste, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Thomas, kannst du... Marlene, ich bin schon dabei. Ich mach Frühstück für Lisa und du kannst schnell bei der Polizei anrufen. Danke, Thomas. Du bist ein Schatz. Hallo? Ja, hier ist Familie Sandmann. Oh, Familie Sandmann, okay. Was kann ich für Sie tun? Ja, es tut mir sehr leid, dass wir schon wieder anrufen. Aber wissen Sie, unser Sohn ist abgehauen. Wir wissen nicht, wo er ist. Seit gestern ist er spurlos verschwunden. Wir dachten, vielleicht kommt er einfach nur spät nach Hause. Aber er ist überhaupt nicht nach Hause gekommen. Und wir finden ihn nicht und wir wissen einfach nicht, was los ist. Oh, okay. Können Sie denn aufs Revier kommen, Frau Sandmann? Nein, also ich kann leider nicht kommen. Ich bin schwanger. Ich habe gerade erfahren, dass ich schwanger bin und ich kann gerade nicht wirklich die Wohnung verlassen. Alles klar. Wir schicken Ihnen einen Wagen vorbei. Bitte bleiben Sie zu Hause und bewahren Sie Ruhe. Ja, machen wir. Dankeschön. Oh, ich hoffe, wir finden Felix wieder. Oh Gott, mir wird schon wieder... Oh. Ich glaube, ich muss mich kurz hinsetzen. Und Marlene, was sagen Sie? Ja, Sie sagen, Sie sind gleich hier mit einem Streifenwagen. Felix, aufstehen! Felix! Na, dann weck ich dich eben. Hi, Felix! Guten Morgen, Annika! Guten Morgen, Felix! Wie hast du geschlafen? Ich habe ganz gut geschlafen. Ich weiß nur nicht, was zu Hause los ist. Und wie hast du geschlafen? Ja, ich habe auch ganz gut geschlafen. Aber wieso? Deine Eltern wissen doch, dass du hier geschlafen hast. Also naja... Felix? Hast du deinen Eltern nicht gesagt, dass du hier schläfst? Ich wollte doch einfach nur, dass ich auch mal beachtet werde. Ich wollte einfach nur raus von zu Hause. Aber Felix, das kannst du doch nicht machen. Deine Eltern machen sich doch bestimmt riesengroße Sorgen. Nee, glaube ich nicht. Die kümmern sich nur um das neue Baby. Jetzt warte doch. So, dann lass uns mal schauen, was bei den Sandmanns mal wieder los ist. Thomas, meinst du, wir finden ihn? Ach Marlene, mach dir nicht solche Gedanken. Felix kann schon gut auf sich selber aufpassen. Ich schätze, so weit weg ist er doch gar nicht. Das ist bestimmt die Polizei, Papa. Thomas, kannst du die Tür aufmachen? Klar, Marlene.
Ah, die Polizei. Ja, ja, kommen Sie rein. Da sind die Polizisten. Hallo, Frau Sandmann. Schönen guten Tag. Lisa, gehst du kurz auf dein Zimmer spielen, bitte? Ja, Mama. So, Herr Kommissar, jetzt können wir reden. Also, unser Sohn Felix ist vermisst. Seit wann vermissen Sie Ihren Sohn denn? Seit gestern Abend. Er ist nicht mehr nach Hause gekommen. Am Nachmittag ist er rausgegangen. Mein Mann hat ihn noch verabschiedet. Stimmt das, Thomas? Ja. Er hat gesagt, er geht raus. Und ist später wieder da. Aber er ist dann nicht mehr wiedergekommen. Wir machen uns solche Sorgen. Wir wissen nicht, wo er sein könnte. Wir haben schon jede einzelne Möglichkeit durchgedacht. Aber uns ist nicht eingefallen, wo er sich rumtreiben könnte. Und wir können ihn auch nicht suchen. Ich habe gestern vom Arzt erfahren, dass ich schwanger bin. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Frau Sandmann, Sie brauchen sich keine Gedanken machen. Wir finden Ihren Sohn schon. Sagen Sie, Sie sind schwanger, richtig? Wann haben Sie das erfahren? Seit vorgestern weiß ich, dass wir Nachwuchs bekommen. Sagen Sie, wissen Sie, warum Ihr Sohn abgehauen sein könnte? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Hatte er zum Beispiel irgendwelche Probleme damit? Ist es ihm positiv oder negativ aufgestoßen, dass er ein Geschwisterchen bekommt? Naja, also so begeistert war er natürlich nicht. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so schlimm für ihn ist. Ja, aber Herr Sandmann, schauen Sie mal. Wenn ein neues Kind auf die Welt kommt und Sie mit den kleinen Geschwistern auf einmal ihre Zimmer teilen müssen... Halt. Was haben Sie gerade gesagt? Zimmer teilen? Ja, wir haben Felix gesagt, er müsse sich vielleicht das Zimmer mit Lisa teilen. Ja, aber Frau Sandmann, wenn Sie Ihrem älteren Sohn sagen, er muss sein Zimmer auf einmal mit seiner kleinen Schwester teilen, das ist doch klar, dass ihm das nicht gefällt. Vielleicht ist er einfach abgehauen, weil er sich vernachlässigt fühlt. Ja, also er hat schon Tendenzen in diese Richtung gezeigt. Marlene, es könnte schon stimmen, was sie sagt. Oh nein, Thomas. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Wir haben das nicht gemerkt. Wie konnte das passieren? Also, Frau Sandmann, nur die Ruhe. Bewahren Sie Ruhe. Lassen Sie uns mal überlegen, wo könnte Ihr Sohn sein? Gibt es irgendwelche Personen, auf die er sich verlassen kann? Aber natürlich, er könnte bei Annika sein. Thomas, hast du schon bei Annika angerufen? Nein, Marlene, tatsächlich, bei Annika habe ich noch nicht angerufen. Oh, hoffentlich ist er da. Hallo, hier ist Marlene. Sagen Sie, ist Annika zu Hause? Ja, Annika ist zu Hause. Und Felix ist auch hier. Was? Felix ist bei Ihnen? Ja, Frau Sandmann, wussten Sie das nicht? Felix hat gesagt, Sie wissen Bescheid, dass er bei uns ist. Nein, das hat er uns nicht gesagt. Felix ist gestern einfach abgehauen und ist nicht mehr wieder nach Hause gekommen. Wir machen uns solche Sorgen. Es tut uns so leid, dass wir noch nicht Bescheid gesagt haben. Wir sind davon ausgegangen, dass Sie Bescheid wüssten. Sie spielen gerade oben auf Annikas Zimmer. Okay, alles klar. Es wird Ihnen gleich jemand abholen kommen. Ja, Thomas, du hattest recht. Ja? Gut, ich gehe ihn sofort holen. Herr Sandmann? Wir würden Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Ja? Wir sind ganz Ohr. Wir gehen Ihren Sohn abholen und fahren ihn hierher zurück. Und auf dem Weg werden wir ein paar Worte mit ihm sprechen. Ich denke, wir werden ihm ein bisschen gut zureden und ihm vielleicht die Angst vor dem neuen Geschwisterchen nehmen. Ich denke, das können wir ein bisschen besser als Sie, wenn Sie nichts dagegen haben. Dann würden wir ihn jetzt abholen fahren und ihn dann wieder nach Hause zurückbringen. Thomas, ich halte das für eine gute Idee. Lass es uns so machen. Ja, Marlene, meinst du wirklich? Ja, Thomas, vielleicht sind wir beide wirklich so im Schwangerschaftsstress, dass wir irgendwie nicht wirklich mit Felix reden können und er einfach sauer auf uns ist. Ja gut, Herr Officer, dann machen wir das so und wir danken Ihnen tausendfach, dass Sie Felix abholen und ihn wieder herbringen und ein Wort mit ihm wechseln wollen. Und wir müssen uns wirklich entschuldigen. Wir hätten das selbst klarer sehen sollen. Ach, machen Sie sich darum keine Gedanken. Wir wünschen Ihnen alles Gute und natürlich nochmal einen herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Komm, lass uns den Jungen abholen. Oh Mann, Thomas. Ich hoffe, Felix kommt wieder zur Besinnung. Wenn ihr mehr Videos von Familie Sandmann sehen wollt, dann schaut euch auch andere Videos von uns an. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren. Eure Lisa Sandmann.